Zuerst eine Geschichte. Elie Wiesel war noch ein sehr junges Kind und seine Mutter war eine sehr fromme Frau. Sie hat ihn eines Tages, da war er noch klein, mitgenommen zum Rabbi von Wischnitz, deren Anhänger sie war. Und der Rabbi hat den kleinen Elie Wiesel ja, so ein bisschen was ausgefragt, hat die Mutter dabei rausgeschickt, dann die Mutter reingeholt und den Elie Wiesel hinausgeschickt. Und als sie dann nach Hause gefahren sind, wollte natürlich Elie Wiesel, der Junge, wissen, was hat der Rabbi über mich gesagt? War er zufrieden mit mir? Aber anstatt eine Antwort zu bekommen, ist die Mutter in Tränen ausgebrochen. Und ja, dieses Vorkommnis hat Elie Wiesel keine Ruhe gelassen. Also er hat immer wieder seine Mutter gefragt, was war jetzt beim Rabbi? War er nicht mit mir zufrieden? Und jedes Mal war das Ergebnis das gleiche. Die Mutter ist in fürchterliche Tränen ausgebrochen. Und nach einigen Wochen hat er dann aufgegeben, weil er wollte einfach die Mutter auch nicht so fürchterlich traurig sehen. Viele Jahrzehnte später in New York hat ihn ein entfernter Verwandter gebeten, ihn doch noch im Krankenhaus vor einer Operation zu besuchen. Und das hat der Elie Wiesel dann gemacht und er hat ihm erzählt, du, ich weiß, was damals der Wischnitzer Rabbi zu deiner Mutter gesagt hat. Und Elie Wiesel sagt, das erzählst du mir erst jetzt? Es hat mich so lange verfolgt. Und der Verwandte sagt, ja, ich wollte dir das jetzt erzählen, weil der Rabbi hat zu deiner Mutter gesagt, Sarah, dein Sohn wird ein großer Mann unseres Volkes werden, aber ich sage es dir jetzt, weil weder du noch ich werden es erleben. Und der Wischnitzer Rabbi hatte recht. Also er wurde wirklich ein sehr großer Mann, Elie Wiesel. Es sind sehr viele Dinge, die man über Elie Wiesel erzählen kann. Ein unglaublich reiches Leben als Journalist, als Schriftsteller, dann später als Menschenrechtsaktivist. Ein so facettenreiches Leben. Doch beginnen wir am Anfang. Elie Wiesel wurde am 30. September 1928 in einer Kleinstadt in den Karpaten in Siget geboren, das mal rumänisch, mal ungarisch war, und hatte dort eine schöne Kindheit. Er ist mit zwei älteren und einer jüngeren Schwester aufgewachsen in einem sehr religiösen Haus, in einem chassidischen Haus. Die Eltern, besonders die Mutter, waren sehr religiös und so ist er auch eben als sehr kleines Kind schon, hat er schon begonnen zu lernen. Und das Lernen und die Religion haben ihn doch das ganze Leben begleitet. Elie Wiesel stammt aus einer chassidischen Welt. Er hat diese Welt auch in seinen Werken immer wieder festgehalten. Er schreibt in einer sehr, sehr liebevollen Art über die Menschen, die er damals kennengelernt hat, über diese Zeit, über diese Welt. Und was das bedeutet, ein Chassid zu sein, in einer chassidischen Welt aufzuwachsen, das hat er in seinem Buch Geschichten gegen die Melancholie erzählt, indem er mehrere Rabbiner charakterisiert und vorgestellt hat, Porträts über sie geschrieben hat. Einer jener Rabbiner, die er es da vorstellt, ist der Rabbi Aaron von Karlin. Und anhand von ihm erklärt er, was das überhaupt ist, Chassidismus. Als er, der Rabbi Aaron, einmal gefragt wurde, was ein Chassid sei, antwortete er, ein Mensch, der ein gebrochenes Herz, zerschlissene Kleider, eine elende Behausung hat und trotz allem oder gerade deswegen ein unbändiges Verlangen nach Vollkommenheit verspürt. Das Verlangen zählt und die Liebe,
die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Oder genauer ausgedrückt, die Liebe zu Gott, die durch die Liebe zum Nächsten geht. Denn nicht jeder mag vielleicht fähig sein, so erzählt er dann weiter, eine schwierige Stelle des Talmud zu verstehen oder auszulegen. Aber jeder muss fähig sein, seinen Nächsten zu lieben. Das Lernen, das ist für Elie Wiesel das ganze Leben wichtig gewesen. Auch noch als erwachsener Mann, das ganze Leben lang hat er den Talmud, die Bibel gelesen, sie mit Lehrern diskutiert und so durchzieht sein ganzes Werk einfach ein sehr großes Wissen über die Bibel. Ein Teil seines Werkes ist auch ein theologisches Werk, wo er Fragen der Bibel nachgeht, wo er Personen der Bibel darstellt. So wie er es sicher schon als Kind, als junger Mensch eben in diesen Lehrhäusern seiner Kindheit kennengelernt hat. Das ist eben nur ein Teil seines Werkes, seines schriftstellerischen Schaffens. Ein anderer Werk sind sehr viele Romane, aber er hat auch eine Kantate oder Theaterstücke verfasst. Und das Zeugnis, das ist auch eine ganz wichtige, zentrale Botschaft bei Elie Wiesel, dass das, was er erlebt hat, dass er das bezeugen möchte, dass er das weitergeben möchte, dass er das in seinem Werk darstellen möchte. Das Lernen, das Gebet, die Frage nach Gott. Das sind zentrale Themen in seinem Werk. Und dieser sehr religiöse, man muss eigentlich sagen, das sehr religiöse Kind, Elie Wiesel, hat dann sehr früh begonnen, schon in den frühen Teenagerjahren, könnte man sagen, sich mit der Kabbala auseinanderzusetzen, einer sehr schwierigen Lehre des Judentums, die davon ausgeht, dass wenn man die Gebete nur richtig sagt, wenn man sozusagen nur richtig macht, dass man auch dann es schaffen kann, den Messias herbeizubeten. Eine der großen oder die große Hoffnung im Judentum, dass der Messias kommt. Nur leider war es so, noch bevor er mit seinen Freunden und seinem Lehrer eben dieses Werk vollenden konnte. Und sie hofften ja, sie dachten, sie könnten den Messias so herbeibringen. Leider kamen vorher die Nazis in seine kleine Stadt. 1944 wurde die jüdische Gemeinde zuerst ins Ghetto gebracht und danach nach Auschwitz deportiert. In Auschwitz hat Elie Wiesel seine Mutter und seine kleine Schwester Zipporah auch zum letzten Mal gesehen. Mit dem Vater ist er dann den ganzen Weg gegangen von Auschwitz über den Todesmarsch bis nach Buchenwald bei Weimar. Und dort ist der Vater dann am 28.01.1945 an den Schlägen der SS und an der Ruhr verstorben, ein Tag nachdem Auschwitz schon befreit worden war. Dieses Erlebnis, diese extremen Erlebnisse in Auschwitz, hat Elie Wiesel in seinem Werk Nacht dargestellt. Es ist kein Roman, es ist ein Zeugnis, das Zeugnis seiner Zeit in den Todeslagern. Und Elie Wiesel hat, nachdem er befreit wurde, sich selbst eine Zeit von 10 Jahren auferlegt, wo er eben nichts schreiben wollte über jene Zeit. Und dann war er als Journalist gerade auf einer Reise nach Südamerika, als er begann und rastlos über 800 Seiten in Jiddisch jenes Werk aufschrieb, das wir heute als Nacht kennen. Ursprünglich hat dieses Zeugnis auch
nicht Nacht, sondern und die Welt hat geschwiegen geheißen. Eine zentrale Frage für Elie Wiesel und viele Überlebende: Wieso hat die Welt geschwiegen? Wieso haben die Amerikaner, haben die Russen eben nicht die Gleise nach Auschwitz bombardiert? Wieso hat niemand entsprechend gesagt, dass das ein Verbrechen war, als es geschah? Weil die Welt wusste ja, was in Auschwitz passierte. Und weil dieses Werk ursprünglich über 800 Seiten hatte und dann mit den verschiedenen Editionen immer weiter gekürzt wurde, also die deutsche Ausgabe sind 157 Seiten, ist sehr dicht, so kann man das sagen. Ich möchte jetzt eine kleine Stelle vorlesen, die wohl weltberühmt ist und die jene erste Nacht Elie Wiesels in Auschwitz wiedergibt und so lautet: Nie werde ich diese Nacht vergessen, die erste Nacht im Lager, die aus meinem Leben eine siebenmal verriegelte lange Nacht gemacht hat. Nie werde ich diesen Rauch vergessen. Nie werde ich diese kleinen Gesichter der Kinder vergessen, deren Körper vor meinen Augen als Spiralen zum blauen Himmel aufstiegen. Nie werde ich die Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verzehrten. Nie werde ich das nächtliche Schweigen vergessen, das mich in alle Ewigkeit um die Lust am Leben gebracht hat. Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen. Nie werde ich das vergessen, und wenn ich dazu verurteilt wäre, so lange wie Gott zu leben, nie. Und in Auschwitz, da ist es zum ersten Mal, dass dieser äußerst gläubige junge Mann, Teenager zu dieser Zeit, sich die Frage stellt: Und wo ist Gott in alledem? Gott hat ihn nie verlassen, sonst hätte er auch sein umfangreiches theologisches Werk natürlich nicht verfassen können nach dem Krieg. Doch die Frage: Und wo ist Gott in alledem? Wird für eine sehr zentrale Frage Elie Wiesels. Er sagt, man kann Auschwitz weder mit noch ohne Gott verstehen. Eine Stelle aus Nacht habe ich noch ausgewählt, weil sie zeigt, wo das Schweigen und Gott einander in Auschwitz sozusagen begegnen, die Frage, und wo ist Gott in alledem, in Auschwitz alltäglich war. Elie Wiesel kehrt an dieser Stelle mit seinem Vater und mit seinem Trupp nach der Zwangsarbeit zurück zu den Baracken, und dort sind drei Galgen aufgestellt. Das Besondere ist, dass diese Galgen eben nicht nur für Erwachsene, sondern auch für ein Kind sind. Der Lagerchef verlas die Urteile. Alle Augen waren auf das Kind gerichtet. Es war aschfahl, aber fast ruhig und biss sich auf die Lippen. Der Schatten des Galgen bedeckte es ganz. Es lebe die Freiheit, riefen die beiden Erwachsenen. Das Kind schwieg. Wo ist Gott? Wo ist er? Fragte jemand hinter mir. Mützen ab, brüllte der Lagerchef, seine Stimme klang heiser. Wir weinten. Mützen auf. Dann begann der Vorbeimarsch. Der dritte Strick erhing nicht regungslos. Der leichte Knabe lebte noch. Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Sterben und Leben seinen Todeskampf, und wir mussten ihm ins Gesicht sehen. Hinter mir hörte ich denselben Mann fragen: Wo ist Gott? Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: Wo er ist, dort. Dort hängt er am Galgen. Die Nacht war
das erste Buch von Elie Wiesel. Es ist heute in unzählige Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt bekannt. Insgesamt hat er über 60 Werke verfasst, von der verschiedensten Art. Doch man kann sagen, was immer ihn berührt hat, wurde zu einem Buch. Ein anderes Buch, das zeigt, inwieweit sein Werk mit der Frage nach Gott, mit der Frage, wo war Gott in Auschwitz, verwoben war, ist der Prozess von Schamgorod. Dieses Theaterstück beruht auf einer Geschichte, die Elie Wiesel selbst in Auschwitz miterlebt hat. So haben einige Rabbiner in einer Nacht einmal ein Gericht über Gott abgehalten. Und kurz nachdem die Rabbiner Gott schuldig gesprochen haben, hat der Lehrer Elie Wiesel gesagt: Und nun lasst uns das Morgengebet beten. Also obwohl sie ihn schuldig gesprochen hatten, haben sie sich nicht von Gott abgewandt, sondern haben weiter zu Gott gebetet. Und Elie Wiesel hat das eben selbst miterlebt und hatte Probleme, was soll er damit machen? Er hat verschiedene Ansätze gewählt, aber alles führte nicht zum Erfolg. Und zum Schluss hat er die Geschichte genommen und im 17. Jahrhundert, zur Zeit der Chemniki-Pogrome, stattfinden lassen. Und er hat auch ein Theaterstück daraus gemacht. Es geht um den Wirt Berisch, einen einfachen Mann, könnte man sagen, der mit seiner Tochter die letzten Überlebenden dieses Ortes, die letzten jüdischen Überlebenden dieses Ortes darstellt. Und aufgrund des Pogroms und der dort damals stattfindenden Morde ist er traumatisiert. Er kommt mit sich selbst nicht mehr zurecht. Er hat seine Frau verloren, er hat seine Söhne verloren, er hat seine Gemeinde verloren und er hat letztendlich auch seinen Gott verloren, aber nicht in einem Grad, dass er bereit wäre, sich vom Popen, der auch in diesem Stück versucht, ihn eben zum Christentum zu missionieren, dass er eben nicht mehr ein Opfer werden könnte, wenn ein neues Pogrom stattfindet. Also so weit hat er seinen Gott nicht verloren, dass er bereit wäre, ihn zu verlassen. Und obwohl er nicht mehr betet und das auch, man könnte sagen, trotzig einfordert, dass er das Recht hat, nicht zu beten, denn wie er sagt, Gott hätte ihn ja auch als ein Staubkorn auf die Welt setzen können. Obwohl er sich dieses Recht von Gott ertrotzt, so ist diese Frage, und wo ist Gott in alledem ständig präsent? Es kommen drei Purim-Spieler zu dem Wirtshaus, zu Berischs Wirtshaus, wo er mit seiner Tochter, die seit einer Vergewaltigung im Rahmen dieses Pogroms schon nicht mehr von dieser Welt dort lebt. Ja, sie wollen eigentlich einer Gemeinde, die nicht mehr existiert, was sie nicht wissen, ein Stück vorspielen. Doch da es die Gemeinde nicht mehr gibt, können sie auch dieses Purim-Spiel nicht so abhalten, wie sie das gerne gewollt hätten. Und Berisch fordert von ihnen ein: Ich möchte, dass ihr vor Kost und Logis bei mir, mit mir, ein Gericht über Gott haltet. Und sie erklären sich bereit. Sie werden das machen. Berisch ist der Ankläger, aber noch bevor ein Urteil gefällt werden kann, kommt es zum nächsten Pogrom. Und der Hass, so kann man sagen, setzt sich wieder fort. Die Spirale des Hasses dreht sich immer weiter. Und dieser Hass und wie man den Hass besiegen könnte, das wurde auch später in Elie Wiesels Leben sehr wichtig, als er dann nach dem Friedensnobelpreis eben mit anderen Friedensnobelpreisträgern versucht hat,
dieser Frage, was kann man tun gegen den Hass, nachgegangen ist. Wo er versucht hat, sozusagen mit anderen großen Köpfen das herauszufinden, was könnte man tun, um den Hass als ewigen Gewalttreiber auf dieser Welt irgendwann einmal zu stoppen. Und Krieg und Gleichgültigkeit, das sind zwei ganz wichtige Schlagworte für Elie Wiesel, die das auch ausdrücken, was für ihn das richtig Böse in der Welt darstellt. Darüber, über den Krieg und Frieden und die Gleichgültigkeit hat er bei seiner Nobelpreisrede gesprochen. Denn für Elie Wiesel ist der Gegensatz von Liebe nicht der Hass, sondern die Gleichgültigkeit. Dass man eben keine Seite einnimmt. Dass man nur der Zuschauer ist. Das ist für Elie Wiesel der Gegensatz zur Liebe, die Gleichgültigkeit. Trotzdem ist der Hass und der Krieg für ihn eben das absolut Böse. So schreibt er: Krieg an sich ist böse. Er wirft den Menschen in die ursprüngliche Dunkelheit zurück. Im Namen des Krieges fühlt sich der Mensch frei und ist auch noch stolz darauf, soziale Verträge und göttliche Gebote zu brechen. Krieg wird zu einer primitiven Show. Auf der einen Seite die Guten, die leben, auf der anderen Seite die Bösen, die verschwinden müssen. Und der Krieg hinterlässt keine Sieger, nur Opfer. Die Menschheit muss sich daran erinnern, dass Friede kein Geschenk Gottes für seine Geschöpfe ist. Es ist ein Geschenk, das wir uns gegenseitig machen. Man kann sagen, dass Elie Wiesel eben aus allem, was ihn bewegt hat, was ihm nahegegangen ist, ein Buch gemacht hat. Wichtige Themen dabei sind ihm immer wieder der Glaube oder auch das Thema Hoffnung. Es war ihm wichtig, dass jedes Buch hoffnungsvoll endet. Dass da zumindest ein kleiner Funke von Hoffnung ist. Er hat gesagt, er kann kein Buch schreiben, er kann kein Buch veröffentlichen, wo zum Schluss nicht doch irgendein Ausweg ist, der in Richtung Hoffnung zeigt. Nachdem er Nacht veröffentlicht hat, hat er noch zwei Romane geschrieben, die gemeinsam mit Nacht eine Trilogie bilden. Wobei eben Nacht ein Zeugnis ist und die anderen zwei Bücher Romane. Er hat in diesen nächsten zwei Büchern, die eben auch das zweite und das dritte Buch darstellen, das er geschrieben hat, versucht herauszufinden, was wäre aus ihm geworden, wenn. Im zweiten Buch, Morgengrauen, geht es darum, dass er sich überlegt hat, was wäre aus ihm geworden, wenn er eben nicht 11 Monate im KZ gewesen wäre, sondern vielleicht 3 Jahre. Was wäre aus ihm geworden, wenn er dort nicht nur ein einfacher Häftling gewesen wäre, sondern vielleicht als Capo selbst Gewalt ausgeübt hätte? Und ich denke, das Buch ist immer noch, oder gerade wieder jetzt, aber auch immer sehr aktuell, denn es geht um die Frage der Rache, es geht um die Frage der Gewalt und ob es Umstände geben kann, wieso jemand, nämlich jeder, zum Mörder werden kann. Er geht in diesem Buch, in diesem, man könnte sagen, Gedankenspiel davon aus, was wäre, wenn gewesen er eben mit seinen 18 Jahren in Frankreich vom israelischen Untergrund rekrutiert worden wäre und so nach Israel gekommen wäre. Und dieser Ich-Erzähler im Morgengrauen bekommt eine ganz schreckliche Aufgabe für ihn. Er soll einen britischen Soldaten ermorden. Er soll ihn erschießen als Racheakt für einen anderen Mann, den die Briten zu Tode verurteilt haben. Und seine Kameraden sagen ihm, so ist sie eben Krieg. Im Krieg werden eben Menschen ermordet. Und er selbst sagt, ich möchte eigentlich kein Henker sein.
Und trotzdem hat er nicht die Kraft, sich über das hinwegzusetzen, sich über diese Kameraden hinwegzusetzen und trotz allem, obwohl er kein Henker sein möchte, erschießt er jenen britischen Soldaten zum Schluss. Aber die Botschaft, sie ist auch klar, weil zum Schluss hat er zwar in der Realität John Dawson erschossen, den britischen Offizier, aber es ist Elisha, der Ich-Erzähler, der tot ist. Natürlich ist er weiterhin am Leben, aber irgendwas in ihm ist gestorben. Ob es sein Inneres ist, ob es seine Seele ist, ob es seine Menschlichkeit ist. Der dritte Teil der Trilogie Tag ist dann wieder so ein Gedankenspiel Elie Wiesels. Es geht auf eine biografische, auf einen Unfall zurück, also auf ein wirkliches biografisches Vorkommen in seinem Leben. Er hatte einen sehr schlimmen Unfall, weil er über die Straße gegangen ist. Ein Taxifahrer hat ihn nicht gesehen, hat ihn halt eben umgefahren und er war lange Zeit sehr krank, deshalb im Spital. Und in diesem Buch spielt, in diesem Roman Tag, spielt Elie Wiesel eben mit jener Frage, hätte denn so ein Unfall der anderen Vorzeichen, wenn er eben keine Erfüllung im Beruf des Journalisten gefunden hätte, hätte das auch ein Selbstmord sein können. Dieses Buch ist ein Aufruf gegen den Selbstmord, den er als keine Lösung ansieht. Denn er hat erlebt, dass viele Schriftsteller, die er gut kannte, die eben auch im Konzentrationslager gewesen waren, irgendwann mit dem Überleben nicht mehr zurechtgekommen sind und dann den Freitod gewählt haben. Und das hat ihn sehr beschäftigt und er wollte ein Buch schreiben, um eben zu zeigen, dass Selbstmord keine Lösung ist. Gleichzeitig hat er aber auch gezeigt, wie schwierig das Weiterleben nach dem Konzentrationslager für ihn und auch wohl alle anderen Überlebenden war. Es ist für diesen überlebenden Ich-Erzähler sehr, sehr schwierig geworden, weiterzuleben. Er kann kein gutes Essen mehr genießen. Er kann es nicht annehmen, dass seine Freundin ihn liebt. Er kann das Leben einfach nicht mehr genießen. Er sagt selbst, im Konzentrationslager hat man diesen Menschen sozusagen einen Teil, den Überlebenden, einen Teil ihrer Seele amputiert und das macht es ihnen so schwierig, weiterzuleben. Aber auch hier ist ein Funken Hoffnung zum Schluss, ein Funken Hoffnung, dass der Überlebende eben es schaffen wird, dass er weiterleben wird. Und alles, was Elie Wiesel berührt hat, hat er eben zu einem Buch gemacht. Das sieht man auch an seinem Engagement für die russischen Juden. 1965 ist er zum ersten Mal in die Sowjetunion gefahren, denn er wollte gerne wissen, wie es dort um die jüdischen Gemeinden steht. Es war im Westen bekannt geworden, dass es dort Prozesse gegeben hat gegen Menschen, die sich nichts anderes zu Schulden kommen haben lassen, als Kindern Hebräisch beizubringen, dass es dort Prozesse gegen jüdische Schriftsteller gegeben hat, all das war dem Westen eigentlich bekannt. Und er wollte gerne herausfinden, ob denn die russischen Juden überhaupt noch Juden sein wollen und wie sie die Welt sehen. Das Gebet ist ihm zum Schlüssel geworden zu den Moskauer Juden, die dort zu jener Zeit wirklich unter sehr großer Angst gelebt haben, Angst verhaftet zu werden. Und Elie Wiesel hat dort sehr emotionale Begegnungen gehabt. Er schreibt selbst, wenn er eines Tages stirbt und Gott fragt, was hast du in deinem Leben gemacht, so wird er sagen, ich habe Simcha Torah in Moskau mit den russischen Juden gefeiert. Seine Begegnungen dort sind ihm sehr wichtig geworden. Er hat es erlebt, dass dort eine neue Generation von Juden aufgewachsen ist, die eigentlich
wenig wissen von der Religion, von den Gebeten, aber trotzdem Juden sein wollen. Er erlebt Simchat Torah, den Tag der Gesetzesfreude in Moskau, und es ist für ihn so ein Schlüsselerlebnis, dass tausende junge Leute zu der Synagoge hinströmen, die sich das ganze Jahr nicht getrauen würden zu sagen, dass sie Juden sind, aber an diesem einen Tag, da lässt die Polizei sie gewähren und sie kommen dahin und feiern diese jüdische Tradition, von der sie fast nichts wissen, aber der sie sich trotzdem eben nicht abwenden wollen. Und für Elie Wiesel kommt es zu einer Begegnung mit einer Frau, die so einen Sprechchor anführt, was auf Deutsch so viel heißen würde, wie was wollen wir bleiben, und diese jungen Leute schreien, wir wollen Juden bleiben. Und er fragt sie dann, was ist für sie Judentum? Und diese junge Frau sagt, ich singe gern, das ist für mich mein Judentum. Elie Wiesel kehrte dann eben nach Amerika zurück und hat sich sehr, sehr für die russischen Juden eingesetzt. Es durften dann auch nach langer Zeit die ersten russischen Juden nach Israel einwandern, und Elie Wiesel war dort, hat immer wieder Gruppen in Israel willkommen geheißen am Flughafen, und darunter war auch diese eine Frau, die er da kennengelernt hat von dem Sprechchor. Und sie haben sich so gefreut, dass sie sich da wieder gesehen haben, und sie sagte, jetzt würde ich gerne singen. Er hat auch noch einen zweiten Jahrhundertroman, muss man es nennen, über Russland geschrieben, das Testament eines ermordeten jüdischen Dichters, in dem er den Ich-Erzähler Paltiel Kosova in einem russischen Gefängnis sein Testament aufschreiben lässt, das dann später über einen Gefängniswärter an seinen Sohn kommt, Grisha, der dieses ja wohl immer in Ehren halten wird, obwohl er den Vater gar nie kennenlernen durfte. Ein anderes Beispiel dafür, wie eben alles, was ihm nahegegangen ist, zu einem Buch geworden ist, das ist das Schicksal der nächsten Generation, sozusagen der Kinder von den Holocaust-Überlebenden. Elie Wiesel hat jahrzehntelang in verschiedenen amerikanischen Universitäten unterrichtet, und da hat er sie auch kennengelernt, eben jene nächste Generation, die Kinder der Holocaust-Überlebenden. Der Ich-Erzähler ist der fünfte Sohn, das spielt auf ein Gleichnis der Pesach-Haggadah an. Das Gleichnis berichtet von vier Söhnen, die einen, ja man könnte sagen, einen unterschiedlichen Zugang zur Religion haben. Und der fünfte Sohn, das ist der, der im Konzentrationslager gestorben ist, der nicht mehr lebt, aber trotzdem immer da ist. Und dieses Problem der nächsten Generation, wie er sagt, dass die Eltern ihre Kinder, die nach dem Krieg geboren sind, zwar ansehen, aber auch die Kinder sehen, die eben schon nicht mehr leben, die Kinder, die im Lager gestorben sind, das ist ihm sehr nahe gegangen. Es ist auch ein sehr interessantes Buch vom Aspekt der Rache, denn es geht auch darum, dass jener Vater des Ich-Erzählers im Ghetto geschworen hat, er würde jenen Offizier, der seinen Sohn ermordet hat und der die ganze Gemeinde letztendlich in den Tod geführt hat, er würde den, falls er überleben sollte und dieser Mörder auch überleben sollte, würde er ihn umbringen. Die Rache ist nicht geglückt. Der Mörder lebt weiter unter einem Decknamen in Deutschland und der Sohn kommt da zufällig dahinter. Er sieht ihn in einer Zeitung auf einem Bild, weil er ist da jetzt
eben in dieser Kleinstadt ein großer Mann. Und er weiß, die Rache seines Vaters, ja, sie hat nicht stattgefunden. Und der Vater hat letztendlich auch sein ganzes Leben damit gehadert, ob es richtig war, die Rache durchzuführen. Denn er wusste ja nicht, dass das gar nicht geklappt hat, dass er diesen Mann gar nicht ermordet hat in Wirklichkeit. Und er hat letztendlich sein ganzes Leben auch darum gekämpft, es irgendwie vor sich recht zu fertigen, nicht wissend, dass der Mann ja weiter lebt. Und dann fährt der Sohn wirklich nach Deutschland. Und welcher Form seine Rache sein wird, das weiß er eigentlich noch gar nicht in dem Moment, als er diesem Mann dann gegenüber sitzt. Die Rache besteht letztendlich darin, dass er ihn mit der Geschichte von damals konfrontiert und ihm sagt, ich habe das herausgefunden und letztendlich kann das jeder. Er ist in sein behagliches Leben eingebrochen und hat ihn mit den Vorfällen damals mit seiner Rolle als Mörder konfrontiert. Und ein anderer Teil seiner Rache ist, dass er sagt, er wird nicht schweigen, er wird die Geschichte seines kleinen Bruders und dieses Ghettos und all der Menschen, die dort gelebt und gestorben sind, weitererzählen. Aber zum Schluss ist auch sein Leben, so sehr es die Generation nach dem Holocaust ist, dadurch sehr geprägt. Denn der Roman endet so. Eine traurige Bilanz. Ich habe Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, habe Untergang und Wahnsinn riskiert, indem ich die Erinnerungen der Lebenden und die Träume der Toten befragte, um das Leben der Menschen zu leben, die mir, ob sie mir nun nah oder fern sind, auch weiterhin nicht aus dem Sinn gehen. Aber wann, ja wann, endlich werde ich anfangen, mein eigenes Leben zu leben. Also Elie Wiesel hat auch diesen Zwiespalt sehr wohl eben miterlebt. Weil er ja seine Schüler und deren Leben so gut kennengelernt hat. Es waren immer Kinder, hat er gesagt, die sein Engagement in Richtung Menschenrechte angestoßen haben. Ob das jetzt das Bild eines Kindes in Bosnien oder in Biafra war. Er hat sich in seiner, ja, kann man sagen, in seiner zweiten Lebenshälfte, beginnend eben mit dem Engagement für die russischen Juden, dann für sehr, sehr viele unterdrückte Gruppen auf dieser Welt, eben von Bosnien bis Kambodscha eingesetzt, hat seine Möglichkeiten ausgeschöpft, um dort einerseits als Zeuge hinzugehen, weil Zeugenschaft war ihm sehr wichtig, und andererseits das auch anzuprangern. Und ich denke, insofern hat er den Friedensnobelpreis mehr als zu Recht erhalten. Ein großer Mann mit einem großen Werk, mit sehr, sehr vielen Botschaften, die uns auch heute noch sehr, sehr viel sagen können, sehr viel Rat geben können. Und ich denke, es wäre wert, Elie Wiesel auch heute zu lesen.